Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut, denn ich möchte heute über die 5D-Symptome mit euch sprechen. Es ist ja manchmal so, dass man sich komisch fühlt und gar nicht weiß, woher das kommt, dass man vielleicht irgendwie müde ist oder Schmerzen hat. Das kann alles daher kommen, dass sich deine Seele ausdehnt und dein Bewusstsein anhebt auf die 5D-Ebene. Und das ist natürlich eine riesengroße Sache für deinen Lichtkörper, auch für dein Energiesystem, dass du da diesen Übergang schaffst. Und da muss der Körper, der physische Körper, der muss dann da sich ganz schön drauf einstellen. Und das kann der nicht so einfach. Und dadurch entstehen dann ja gewisse Situationen, wo du vielleicht auch auf unerklärliche Weise plötzlich nervös bist und gar nicht weißt, warum. Es gibt gar keinen Grund, aber du bist sehr nervös. Und das kann also ein Zeichen sein, dass deine Seele auf dem Weg ist, dich auf die D5-Dimension, auf diese Ebene zu bringen. Und es kann auch sein, dass du plötzlich so Gefühle im Wechsel hast, so Wechselbäder der Gefühle, mal gut gelaunt, mal schlecht gelaunt, so wie in der Pubertät, so ähnlich. Und auch das kommt daher, dass die Energien hin und her gehen in dir, dass die sich bewegen und dein Bewusstsein erweitern möchten durch Dinge, die du vielleicht gehört hast oder durch Dinge, die du in einer Meditation bekommen hast und die du jetzt dann auch für dich für gut empfunden hast und diesen Weg, jetzt einen neuen Weg gehen möchtest. Und da stellt sich ja dein Bewusstsein zuerst drauf ein und dann muss der Körper folgen. Also die körperliche Ausdehnung, die Aura und der Lichtkörper, das hängt da alles zusammen und das möchte dann auch dieser Ausdehnung folgen. Und wenn das nicht so schnell geht oder nicht so gut klappt oder schwierig ist, wenn es eine große Ausdehnung ist, ist es meist schwierig. Und dann entsteht so ein Spannungsfeld zwischen dem Geist und dem physischen Körper. Und dieses Spannungsfeld, also Spannungsfeld sagt ja schon der Name, ergibt Spannungen, so dass man sich ein bisschen unwohl fühlt oder auch einfach nervös ist. Ich erkläre euch auch nachher, was man alles dagegen tun kann, damit es einem besser geht oder dass man leichter in die 5. Dimension hineinkommt. Ihr wisst ja, das fängt in der 4. Dimension an, wo man sich Fragen stellt. Also sobald man bereit ist, in die 5. Dimension aufzusteigen, werden auch die Fähigkeiten intensiver, die man hat. Und zum Beispiel wird man in der Lage sein, andere Wesen deutlicher wahrzunehmen. Und ihr wisst ja, es sind einige andere Wesen auf der Erde, zum Beispiel die Außerirdischen. Und möglich ist, dass man da doch mal jemand wahrnimmt. Sie zeigen sich sowieso nur sehr vorsichtig und auch nur den Menschen, die es eben verkraften können. Ich hatte da mal ein Erlebnis gehabt und es war echt gruselig. Es ist schon echt sehr, sehr, sehr lange her. Ich hatte damals begonnen mit Channeln. Das war, ich kann es gar nicht sagen, 25 Jahre oder so her. Und hatte am liebsten nachts gechannelt, weil da das Kollektiv ja ruhig ist, weil da alle schlafen und weil man da, also ich so hatte das für mich ausgedacht, dass ich da besser die Botschaften empfangen konnte. Ach, mir wird es schon komisch im Hals. Auf jeden Fall hatte ich das gemacht und dann ist tatsächlich, hatte auch so eine Kerze an und so sanfte Musik gespielt, da so ein kleines Ritual draus gemacht und dann eben gechannelt. Und auf einmal ist die Musik ausgegangen, die Kerze hat geflackert und es war eine ganz komische Stimmung in meinem Zimmer. Es war echt ganz komisch. Und dann saß ich da und dann habe ich gesagt, zeigt euch, wer ist jetzt da? Und ich habe es so richtig gezittert. Und ist aber nichts geschehen. Ich habe dann nochmal so gehorcht, hineingehorcht, aber es war dann ganz still und das Radio ging wieder an und es war alles so wie vorher. Das war jetzt ein Merkmal von einem Bewusstseinssprung, von einer Bewusstseinserweiterung. Also wenn ihr sowas habt, wenn plötzlich, mich kitzelt es da oben,
Und da auch, die Engel sind bei uns. Also wenn ihr auch sowas habt, dass ihr plötzlich Wesen wahrnehmt oder die Stimmung sich ändert, so wie bei mir, dann ist es nichts Böses, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass sich euer Bewusstsein erweitert und die Wahrnehmung eben feiner geworden ist. Ja, und das ist alles. Und da kann man dann auch positiv dabei bleiben, denn es ist wichtig, dass ihr positiv dabei bleibt. Dann kann sich die Energie frei entfalten und ihr werdet noch mehr ausgedehnt in eure Fähigkeiten. Das kann bis dahin gehen, dass du also dann auch Stimmen hören würdest, wenn du channeln kannst. Das gehört alles zu einem langen Weg der Entwicklung, der Bewusstseinserweiterung dazu. Und wann das kommt, ist bei jedem Menschen anders. Das kann man nie so voraussagen und es wird auch immer so sein, wie es eben für jeden Einzelnen passt. Ja, also es ist, jeder hat ja auf bestimmten Gebieten Fähigkeiten und es ist selten, dass jemand auf allen Gebieten vollkommen ausgebildete Fähigkeiten hat. Das wäre dann die allerhöchste, oberste Stufe in der 10. Dimension, sage ich jetzt mal. Ja. Ich hatte auch mal einen intensiven Traum, denn es gehört auch dazu, wenn sich unser Bewusstsein erweitert, diese Symptome, dass du so sehr intensive Träume hast oder dass du Träume hast von früheren Inkarnationen und dadurch Einblick bekommst, was du früher, wer du warst und was du getan hattest. Und als ich noch in der Ausbildung war, also eine Schule gemacht hatte, hatte ich einen Traum von diesem Medium, bei dem ich damals war, und hatte also magische Zeichen an die Wand gemalt, allein nur mit meinen Gedanken. Und zwar war das eine Wand, wo dann der Gedanke von mir, so wie wenn jemand schreibt, also mit einer Leuchtschrift wurde das dann so hingeschrieben, oder auch Gemälde habe ich in dieser Leuchtschrift einfach mit meinen Gedanken gemacht. Und dieses Medium, mit dem ich damals zusammen war, hat mir das verboten. Der hat es also verworfen und schlecht gemacht. Und ich habe dann rebelliert und bin da rausgegangen. Und es gab einen riesengroßen Streit. So war das damals in meinem Traum. Und das ist ein Teil aus einer Inkarnation, die was wirklich passiert war. Und das habe ich dann so ähnlich nochmal im richtigen Leben erlebt. Also es sind einfach Träume da, die euch Hinweise geben auf das, was passiert ist, das, was ihr seid und was das, was ihr dann noch werden könntet und noch viel mehr, auch eure Vision und das, was mit eurer Bestimmung zusammenhängt, eure Bestimmung finden. Denn die 5. Dimension, die führt euch ja direkt zu eurer Bestimmung und gibt euch auch die Kraft dazu, diese dann zu leben. Also komische Träume, aufwühlende Träume gehören zu diesen Symptomen einfach dazu. Macht euch deswegen nicht verrückt oder ja, nehmt es einfach hin, so wie es ist. Und es ist ja was zum Lernen. Man kann ja immer daraus lernen und findet sich dann auch irgendwie selbst wieder darin. Was auch noch, also zwei Dinge sind jetzt auch noch wichtig. Zum Beispiel wird man, wenn man channeln kann, immer klarere Botschaften erhalten. Das ist einfach so. Ist auch normal, wenn man sich ja sehr weiterentwickelt in den Fähigkeiten. Und wer jetzt noch nicht so channeln kann, der wird auch von den Engeln Botschaften erhalten, vielleicht auch auf anderen Wegen. Ihr werdet es sehen. Also wenn du irgendwie eine Botschaft bekommst, ist es ein Symptom, ein Anzeichen, dass du dich auf 5D zubewegst. Ein schönes Zeichen, finde ich. Dann jetzt eine Sache, die eigentlich nicht so toll ist. Dadurch, dass du ja dann auch mehr Strahlkraft bekommst, ne? Du dehnst dich ja mehr aus und dadurch strahlst du mehr. Da gibt es natürlich auch Menschen, die sich von dir angezogen fühlen und dann von dir diese Energie gerne haben möchten. Das ist jetzt wiederum nicht so gut. Da müsste man sich dann schützen, dass du also keine Energievampire anziehst, indem du dich ja vielleicht in so eine Kugel einhüllst. Ich bin da meistens in der weißen Kugel, die mich total schützt. Und dann ist es auch keine so große Gefahr. Aber
wenn du oft müde bist und wenn du dich ausgelaugt fühlst oder bei manchen Menschen, die du triffst, wo du dich danach total müde fühlst, dann haben die von dir Energie gezogen. Und dann solltest du in diesem Fall diese Menschen lieber nicht mehr treffen oder nur ganz kurz, weil das ja zu anstrengend ist und du brauchst ja deine Energie für dich selbst. Also da solltest du wirklich drauf achten, wenn sowas passiert, dass du deine Freunde so auswählst, dass das in einer Harmonie ist, also dass das so ausgeglichen ist und niemand dir deine Energie nimmt. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass du das Bedürfnis hast, immer mal ein bisschen mehr Ruhe dir zu gönnen. Also das heißt, so ein Rückzugsort für dich wichtig wäre, wenn du spürst, dass du müde bist durch diese enorme Ausdehnung, dann nimm dir einfach Zeit und gehe an einen Ort, den du dir aussuchst. Es kann die Natur sein, es kann auch dein Bett sein, was auch immer es ist. Such dir da so einen Platz, wo du dich wohlfühlst und wo dich niemand stören darf. Das musst du dann auch klar äußern, das musst du kommunizieren. Ja, und dann nimm dir die Zeit einfach und erhole dich, ruhe dich einfach aus. Es wird dir gut tun, denn danach, nach dieser Ruhezeit, hast du mehr Kraft und kannst deinen Tag oder deine Aufgaben, was du dir zu deinen Aufgaben gemacht hast, wieder mit besonderer Kraft gehen. Manchmal ist es auch so, dass man so ein bisschen orientierungslos ist, dass man nicht so genau weiß, was soll ich denn jetzt als nächstes machen oder was ist jetzt ja wichtig für mich. Also diese Orientierungslosigkeit, die kenne ich auch. Wenn ich zu viele Dinge auf einmal machen will, dann müsste man ja eins aussuchen, wo man beginnt und dann das nächste. Also sich Klarheit verschaffen ist wichtig. Also wenn du sowas spürst, dann kann das auch mit der fünften Dimension zusammenhängen, mit der Anpassung deines Lichtkörpers und Geistes auf die hohen Schwingungen. Eigentlich sind es alles Dinge, ja, die schön sind, wenn man weiß, was sie bedeuten. Und jetzt könntest du für dich mal überlegen, bei welchen Punkten hast du dich angesprochen gefühlt? Welche Punkte sind schon da, welche noch nicht? Sind schon alle da? Und wenn du jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 mal die ganzen Punkte so einträgst und je nachdem, wie weit du jetzt im letzten Drittel bist, dann bist du schon auf einem ganz, ganz intensiven Weg auf 5D. Wenn du im ersten Drittel bist von diesen Symptomen, die ich dir beschrieben habe, beginnt sich dein Körper, dein Lichtkörper gerade auszudehnen und es beginnt praktisch. Und dann in der Mitte, in dem mittleren Drittel, ist der Übergang schon sehr intensiv geworden. Deine Fähigkeiten sind ziemlich ausgedehnt und du wirst vorbereitet für das letzte Drittel. Das letzte Drittel, das ist so der Endspurt. Und das letzte Drittel dauert auch am längsten. Das ist also sehr intensiv. Und je nachdem, wo du stehst, weißt du jetzt, kannst du dich ungefähr einordnen und ja, darauf freuen. Denn es gibt so viel Schönes zu lernen und es ist richtig toll, dieses Bewusstsein für sich runterholen zu dürfen. Was du jetzt vermeiden solltest, damit es dir besser geht, das ist ganz wichtig, das hatte ich schon gesagt, das ist einmal der Punkt, nicht so oft mit diesen Menschen zusammenkommen, die dir Energie rauben möchten, denn das schadet dir ja. Ängstliche Menschen meiden, also Menschen, die nur von Ängsten sprechen, die meiden, weil die haben so eine komische Energie auch und das tut einem ja nicht gut. Also meide diese Menschen nach Möglichkeit und suche deine Wahrheiten, deine Wahrheit, wo du dich damit wohlfühlst. Also überprüft auch meine Worte, ob die zu euch passen, ob ihr damit was anfangen könnt, ob die eure Wahrheit auch sind. Prüft es so für euch, denn das ist ein wichtiger Schritt, um sich klar zu werden, was du als nächstes tun sollst, was du als nächstes tun wirst. Denn durch diese drei Schritte oder diese drei Phasen auf die Ausrichtung auf die fünfte Dimension bekommt ja dein Leben eine neue Ausrichtung. Ja, du richtest deinen ganzen Körper, dein Denken und dein Bewusstsein auf die höhere Ebene aus. Und das ist es wichtig, dass du dann
deinen Weg selbst findest, deine Mission, deine Vision fühlst und lebst. Das ist der Sinn, das ist der Hintergrund von dem Ganzen. Ja, meine Lieben, und jetzt lade ich euch alle ein zu einer gechannelten Meditation. Ich weiß noch gar nicht, was kommt, das ist wieder mal typisch. Ich weiß nur, dass es helfen wird, jetzt auch die Orientierung für die fünfte Dimension zu bekommen, wie ich hier gerade noch mal nachhören, ob jemand was dazu zu sagen hat. Genau. Also wir werden unterstützt von den hohen Räten des Lichtes, von den Räten des weißen Lichtes, wird gerade gesagt. Genau, und ich soll jetzt dann beginnen. Okay, also, dann sprühe ich mich mal ein mit dem Ursprungslicht. Das ist mein Liebling gerade mit 9 und 9 wie immer und mit Smarana. Ich nehme mal die 3. Jawohl. Oh, ich spüre richtig, hier ist jemand. Schicke euch auch mal ein bisschen Energie rüber. Ich habe ja auch extra dieses Bild gewählt, dass man so ein bisschen in das 5D-Bewusstsein reinkommt, spürt die Nähe des Universums, die Unbegrenztheit der Gedanken. Und so bitte ich um Schutz für uns alle. Ich bitte um Schutz für meinen Kanal. Und ich bitte darum, dass nur die höchsten, reinsten, göttlichsten Energien zu uns kommen. Wir grüßen dich, lieber Mensch. Wir grüßen dich mit der Liebe und mit dem Licht. Es ist uns eine Freude, heute zu euch zu sprechen. Wir sind die Räte des weißen Lichtes und wir tragen die höchste Liebe des Universums heute zu dir. Auf deinem Weg, die Reise durch die Dimensionen zu dem höheren Bewusstsein möchten wir dich gerne begleiten. Es ist deine Seelenausrichtung, welche sich noch mehr ausdehnen möchte und welche sich gerne anschließen möchte an die hohen Dimensionen der Liebe. Und so ist es ganz normal, dass du mit deinem körperlichen Dasein auf der Erde durch viele Phasen der Entwicklungsschritte hindurch gehst. Wir werden dich jetzt dafür neu ausrichten und unterstützen. Wir senden dir Energien, welche über deinen Lichtkörper, dein drittes Auge und dein Halschakra in dich hineinfließen. Diese Energien wirst du spüren als Liebe und Licht und als Ausdehnung, als Unterstützung auf deinem Weg zu deinem Erwachen. Denn all diese Schritte sind Schritte des Erwachens,
Und wenn du möchtest, werden wir dich auch weiterhin dabei begleiten. Denn die Räte des weisen Lichtes sind gerne jetzt in diesem Moment bei dir und unsere Unterstützung fließt in feinen Wellen der Liebe und des Lichtes zu dir. Und so richten wir dich im Moment neu aus. Wir richten dich so aus, dass du leichter Zugang erhältst in die höheren Dimensionen, dass es deinem physischen Körper leichter fällt, die Ausdehnung deines Geistes, deines Bewusstseins anzunehmen. Spüre die Energie, wie sie zu dir fließt. Es sind Geschenke, Geschenke aus der geistigen Welt, voller Liebe überbracht. Und sie fließen direkt in deine Seele, wenn du es dir erlaubst, diese Energien zu empfangen. Dann öffne jetzt deine Seele. Stelle dir vor, wie das weise Licht der Liebe zu dir fließt. Und stelle dir vor, wie sich dein Bewusstsein ausdehnt, wie es sich anhebt und die Energien der fünften Dimension jetzt in dich einfließen. Spüre. Welch großes Licht sich nun ergibt. Spüre die Leuchtkraft, wie sie dich umhüllt und wie sie von innen heraus strahlt, diese Leuchtkraft. Denn sie wird dein Bewusstsein berühren und dadurch deine Seele, deinen Lichtkörper, deine Aura ausdehnen und anpassen an die wundervollen Energien der fünften Dimension. Genieße unsere Zuwendung, genieße unsere Hilfe, denn wir tun dies zu deinem allerhöchsten Wohle, so wie es jetzt gerade richtig und gut für dich ist. Und wenn du später diese Botschaft wiederholst und sie dir öfters anhörst, wird sich jedes Mal deine Energie erhöhen und jedes Mal wird dein Körper angepasst. Spüre, welch großartiges Geschenk dies für dich ist. Und lächle. Lächle aus Dankbarkeit dafür, dass dies heute geschehen durfte. Denn mit diesem Lächeln beginnt dein Lichtkleid zu schimmern. Es schimmert in den Farben der Freude. Und da die Freude eine so große Kraft hat, nimmst du diese Kraft jetzt mit in deinen Alltag. Und du weißt genau, wo diese Kraft herkommt. Dann denke jedes Mal, wenn du diese Kraft spürst, an unsere Worte. Und so verneigen wir uns vor dir. Die Räte des weisen Lichtes verbeugen sich voller Liebe und Freude vor dir. Wir verabschieden uns jetzt.
und sind dennoch, dennoch mit unseren Gedanken bei dir. Und ich, Nirjana, bedanke mich auch sehr bei den Räten des weißen Lichtes und bei euch allen, dass dies heute geschehen durfte, und ich schließe wieder meinen Kanal, komme ganz zurück. Es war so schön mit euch. Das Wichtigste von allem ist, dass es uns allen gut geht, dass wir alle Kraft, Liebe und Licht spüren, austeilen, bekommen, wiedergeben, dieser Kreislauf des Austausches der Energien. Das ist das Wichtigste, und dass es euch ganz, ganz gut dabei geht. Ja, dann sage ich Smarana, bis zum nächsten Mal, und ich habe euch so lieb. Tschüss!